So, Volk, nach dieser schmerzlichen Niederlage vom letzten Mal, habe ich diesen gut aussehenden, netten Mann hier eingebaut. Du kaufen wollen? Nein, es ist nicht Maltur, aber es ist eben sein Charset. Ich habe mir ein bisschen Ausrüstung zugelegt. Ich habe mir gleich mal die stärksten Waffen, teilweise die stärksten Rüstungen hier angeeignet. Und ich denke, dass ich jetzt... Ja, ein paar neue Zauber habe ich mir noch gegönnt, die ich dann auch mal ein bisschen präsentieren werde. Oh, los! Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte doch gar nicht Spiel beenden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die alten perversen Knacker dieses Mal zerstückeln kann. Moment, es gibt noch ein, zwei Sächelchen hier, die ich zufälligerweise entdeckt habe. Eine Lichtrune, way! Ach, das habe ich schon eingesammelt, da war auch irgendwas, keine Ahnung. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich die alten Säcke jetzt niedermachen kann. I hope so. Die haben mich schon ein bisschen... Die haben mich schon ein bisschen angekackt gestern, also muss ich echt sagen. Ich brauche Blut! Ja, mal gucken, ob ich jetzt heute mein Blut bekomme. Warum ist Walnar rasend? Oh ja, der Schaden, der sieht schon um einiges besser aus. Zaubern wir mal ein bisschen Meteorschauer. Jetzt bin ich auch noch gelähmt. Meteorschauer, Bamsen. Interessanter Zauber. Warum bin ich jetzt gelähmt, hallo? Ihr hässlichen Dreimage, ihr hässlichen Bastarde. Ihr... Autsch. Okay, jetzt reicht's aber, ne? Jetzt langt's aber hier. Scheiße, Mann, ich muss die heilen von ihrer Lähmung. Oh, gut, dankeschön. Erspart mir einiges. Sterb. Sterb bloß, du dreckiges. Du dreckiges Schiff. Walnar, ich brauch dich, Walnar. Asgard hat auch ein paar neue Zauber erlernt. Eisiger Tod. Eisstachel. Ja, ich werde mal den Eisstachel. Epic Shit. Mit Elaine habe ich Nova gelernt, dass der gleiche Zauber, den diese Bastarde beherrschen. Oh, oh, ist das schön, wenn die Magier fallen. Oh. Zum ersten Mal starke Gegner hier. Ich meine, sie zocken mir schon noch relativ viel HP ab, muss ich sagen. Tornado, gucken wir uns das mal an. Ja. Ja, lässt sich auf jeden Fall auch sehen. Napalm. Okay, ein virtueller Flammenwerfer, sehr schön. Und ein Hieb mit meinem Säbel. Walnar! Ah, sehr schön. Jawohl! Machen wir mal Nova nochmal. Bamsen! Und dann zum Schluss noch ein eisiger Tod. Verfehlt. Ah, das war Instant Death. Okay. Warum ist Walnar rasend? Kann mir das mal einer erzählen? Der hat doch noch genug. Blatt. Oh, ich hab euch gekillt, ihr hässlichen Drecksäcke, ihr hässlichen. Ach, oh, sehr schön. So, jetzt seid ihr dran. One. Bams. Oh, Kreatur der Hölle. Zwei. Pams. Haha, so gefällt mir das. Nein, das kann nicht sein. Oh, Bernhard. Friedhelm. Wo ist die Lebensrune? Lebensrune? Ich weiß nichts von einer Lebensrune. Falsche Antwort. Oh nein, bitte! Bam! Ich liebe dich, Walnar. So gefällst du mir. Netter Schnitt, Walnar. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ganz so schnell hättest du ihn aber nicht umbringen müssen. Vielleicht wusste er noch was. Kommt, wir suchen die Lebensrune. Sofern es hier wirklich eine gibt. Wen meinte er nur mit Prophet? Und wie konnte er sich vor uns warnen? Tja, er hat es nicht gewollt. Friedhelm, Bernhard, Markus. Schade um das verlorene Blut. Okay, schauen wir uns hier mal um, nachdem wir aufgeräumt haben. Au, oh, da liegt ein Kügelsche, ein Murmel. Scheint fest verschlossen zu sein. Und ich kann nicht mal... Aha, wir brauchen einen richtigen Schlüssel und der ist sicherlich irgendwo versteckt, so ein Mist. Okay. Was ist hier? Die kann man öffnen. 11.000 Filar. What's that? Hm, das scheint ja eine Lebensrune zu sein. Und die liegt hier einfach rum.
Zufall ist das doch keiner. Jemand wusste, dass wir hierher kommen, weil derjenige wusste, dass wir eine Lebensrune brauchen. Na fein. Wer auch immer das war, er hat sein Ziel erreicht. Wir sind hier und haben die Rune gefunden. Dann sprich schnell den Zauber, Walner. Ich hasse diese Vergiftung. Ja, nichts weg mit dieser Krankheit. Also los. Hamlos, Hamlerim dar Hamlokol. Jetzt werde ich verflucht wahrscheinlich noch zusätzlich oder so. Das ist alles ein Fake hier. Das ganze Spiel ist ein Fake. Oder ich verwandle mich in rosa Kaninchen. Okay. Ja, irgendwas scheint echt nicht zu stimmen. Was? Wo bin ich? Aska? Elaine, wo seid ihr? Was geht hier vor? Einsam. Unter Palmen. Naja, passt jetzt nicht ganz. Verloren. Kalt. Es ist kalt. Es ist so kalt. Gedanken. Gedankengut. Erinnerungen. Was willst du mir damit sagen, merkwürdige Stimme? Ohne Hoffnung. Tja, die Hoffnung. All hope is gone. Ich muss hier weg. Wo bin ich? Das... Oh mein Gott! Oh, hübsches Facet. Aisha, lass uns ficken, komm. Aisha? Aisha? Was wird hier gespielt? Das ist ein Spiel, mein Freund. What's that? Schalter? Oh mein Gott. Das erinnert mich jetzt erstens ein bisschen an die Äther-Ebene. Zweitens ein bisschen an Breath of Fire 3. Ich liebe dich, Walner. Oh, ich liebe dich, Aisha. Ja. Vom ersten Moment an. Ich will immer bei dir sein. Für alle Ewigkeit. Wahre Worte. Da kriegen sie eine ganz andere Bedeutung. Verflucht, was ist das hier? Ist das ein schlechter Scherz? I don't know. Das sieht mir eher aus wie eine Erinnerung, ein Traum. Dip, 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 dip. Vielleicht waren das auch Drogen, anstatt eine Lebensrune. Oh nein! Ich muss fort von hier! Fort! Schnell! Ich will keine Hure mehr sein! Ich will nicht mehr so viel Geld verdienen. Bedrücktes Schweigen. Was ist hier nur los? Ich glaube, ich bin tief in meinem Unterbewusstsein oder sowas in der Richtung. Dim, 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 dim. Okay. Dam, 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 dam. Oh mein Gott. Ein Elras! Bin ich jetzt vollkommen verrückt? Hatte Aska recht? Bin ich nun völlig dem Wahn verfallen? Who knows? Oh, hey. Ja, lauf nur weg. Lauf und verleugne, was du jetzt bist. Verleugne, was ich aus dir gemacht habe. Einen mächtigen Vampir. Und du dankst es mir, indem du wie ein kleines Kind davonläufst? Erbärmlich, Walner, erbärmlich. Aber... Ich muss mich zusammenreißen. Das hier ist nicht echt. That's not real. Dum 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 dum. Das ist echt wie Breath of Fire 3 hier. Du warst nur mein Versteck. Für mich unbedeutend. Du! Ja, du, Walner! Keinen Moment habe ich dich wirklich geliebt. Du warst ein Wicht. Nur eine vorübergehende Zuflucht vor Abraxas, diesem Schänder meines Stolzes. Das war hart. Das ist alles... Alles eine Lüge. Du hast so schön gestöhnt während unserer liebevollen Nächte. Das kann nicht sein. Elaine! Ja. Walner, wie konntest du mich nur so enttäuschen? Ich habe dich geliebt. Ich habe dich nie enttäuscht. Nie! Oh doch, das hast du. Und wie du mich enttäuscht hast. Deine Existenz ist so jämmerlich. Ich liebe Aska. Ich werde für alle Ewigkeiten bei ihm bleiben. Ich liebe dich nicht mehr. Verschwinde aus meinem Leben! Warte, das kann nicht sein. Das ist gelogen. Ja, ich liebe dich doch. Lass mich nicht allein. Aska. Walner wird, glaube ich, hier mit seinen Ängsten konfrontiert. Kann das sein? Dim, 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 dim. Alles sehr merkwürdig hier. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Was ist das für ein Schlangenpfad hier? Das ist ja verwirrend.
Din, 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 din. Wo geht's lang? Da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich bleibe für immer bei dir, Walner. Ach, jetzt auf einmal. Das ist das Schönste, was du mir sagen kannst, Aisha. Walner! Wieso nur? Wieso liebst du sie mehr als mich? Bedeute ich dir etwa nichts mehr? Lane! Verschwinde, du Miststück! Walner gehört mir! Er hasst dich! Er will nur mich! Sag, dass das nicht wahr ist, Walner! Ich... Wie kann das sein? So eine Szene kam mir nie zustande. Aisha war tot, bevor ich mit Elaine zusammenkam. Tot? Sie war tot? Was bin ich für ein Wesen? Ist Elaine nur ein Ersatz für Aisha? Habe ich in Wirklichkeit nie aufgehört, Aisha zu lieben? Du hast nur mit ihr gespielt. Du wolltest eine Bettpartnerin, mehr nicht. Jetzt geht's da lang, okay. Oh yeah, Oscar. Du Schwein! Spatz mir meine Elaine aus, nur um dein kaputtes Herz zu retten! Du bist niederträchtig und wertlos! Verschwinde aus meinen Augen! Oh, what the fuck. Nein, das ist nicht wahr. Sie hatte dich verlassen, weil du das Schwein geworden bist. Wo muss ich hin? Okay, da ist schon mal falsch. Oh mein Gott. Gefalle ich dir so besser, mein Liebling? Ich habe mich extra hübsch gemacht für dich, damit du mich noch mehr liebst. Ich stehe auf Tentakelspiele. Du hast mich nur ausgenutzt. Deswegen habe ich dich umgebracht. In die Lava geschmissen. Oh mein Gott. Ich habe sie deswegen umgebracht, weil sie mich nicht geliebt hat. Wie kann so etwas nur der Grund sein, jemanden umzubringen? Ich bin wirklich wertlos. Ich bin ein Monster. Also so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Immerhin hast du bis zum Ende an ihrer Liebe festgehalten, so wie ich mich noch entsinnen kann. Oh mein Gott, Walna und oh mein Gott, Aska und Elras haben ein Verhältnis. Aber natürlich erledige ich das für dich, mein Gebieter. Du kannst frei über mich verfügen. Oh. Ich ertrag das nicht länger. Ich muss ja endlich weg. Wo bin ich hier nur gelandet? In was für eine Freakshow. Dam, 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 dam. Wo muss ich lang? Da lang? Nö, da ist zu. La 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 la. Oh, Elaine! Vergiss doch dieses Weichei, Walner! Komm wieder zu mir zurück! Ich brauche dich! Ich liebe dich! Ich will dich! Du hast recht! Ich hatte mich in Walner getäuscht. Er hat mich betrogen und verraten. Er ist ein wertloses Stück Mist. Er soll in der Hölle verrotten. Du bist viel besser als er. Lass uns das Vergangene vergessen und einen Neuanfang wagen. Ah! Nein, das würde Elaine niemals tun. Niemals! Der wird verrückt, Mann. Oh mein Gott, wie viele Schalter gibt's hier noch? Oh mein Gott! Ich kann mich an diesen Part hier gar nicht mehr wirklich erinnern. Na 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 na. Aber es scheint noch was Größeres zu sein hier. La 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 la. Okay, zwei Schalter. Interessant, dann legen wir mal beide um. Ja, okay, jetzt hat sich das hier geöffnet. Eins. And now? Ach, da unten ist jetzt wieder was frei. Okay. Sehr kurios das Ganze hier. Jetzt hat sich bestimmt der Weg geöffnet da oben. Jawohl. Eins. Zwei. Oh, warum ist... der jetzt... Okay, jetzt ist der Weg da unten offen, wie ich sehe. Na 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 na. Okay, hier ist aber alles zu irgendwie. Oh my goodness. Ich glaube, das war der falsche Schalter. Oder muss ich den jetzt wieder...
umlegen. Aha, dann öffnet sich der hier. Dann lege ich den um, dann ist da oben wieder offen. Also das ist alles sehr merkwürdig gerade hier. Irgendwie bin ich verwirrt. Ah, jetzt ist oben offen, okay. Jetzt ist unten offen, aha. Aha, aha, aha. Lass mich raten, jetzt wird oben offen sein. Oh, Käpsele. Spinne Käpsele. Oh je, oh je, oh je. Jetzt muss ich vielleicht den hier umlegen. Nein, das war der falsche. Den hier vielleicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Lassen wir es einfach mal so stehen. Nein, es hat sich nichts getan. Ich bin verwirrt. Aber selbst wenn ich den hier betätige, öffnet sich nichts, oder? Ah, okay. Dann werde ich mal den hier wieder zumachen, aber dann ist hier alles zu. Oh mein Gott, ich bin gerade sichtlich verwirrt. Oder muss ich vielleicht den wieder zurückhebeln? Hallo, hallo, Schalter. Den vielleicht wieder weg. Vielleicht hat sich jetzt was geöffnet. Ein Shit hat sich geöffnet hier. Hier ist auch alles zu. Was ist, wenn ich den nochmal? Dann schließt sich der nur. Oh mein Gott. Aber so komme ich auch nicht weiter. Also doch wieder den anderen umlegen. Oder? Wo komme ich hier hin? Ah ja. Okay. Der ist zu. Das heißt, dann werde ich den jetzt nochmal umlegen. Hier ist jetzt dafür allerdings auch nicht wirklich was, oder? Oder muss ich doch den Schalter da unten, beziehungsweise der da oben ist ja auch schon wieder an. Ja, aber nee. Oh mein Gott, ich habe gerade überhaupt keinen Plan hier. Da unten komme ich auch nicht weiter. Denke ich. Okay, für was war der? Ach, für da unten. Ah. Okay, da werde ich trotzdem nochmal den da oben umlegen. Ja, Gott, ist das verwirrend hier. Vor allem checke ich gerade die Schalterlogik nicht wirklich. Also ich bin ja der Meinung, dass ich alle Schalter, die wo sich hier befinden, umlegen muss. Hier, alle drei. Eins, zwei, drei. Also das ist ja so meine Ansicht der Dinge hier. Aber dann komme ich ja hier nicht mehr weiter. Deswegen lege ich den jetzt nochmal um. Und versuche irgendwie da rauszukommen. Was ist das eigentlich für ein Billigschalter da oben? Oh Gott. Da kommt man von da oben hin. Scheiße, scheiße, scheiße. Verwirrend. Wie komme ich da nochmal hoch? Ach, von da. Allerdings weiß ich nicht mehr, welcher Schalter dafür zuständig war. Ach, der hier. Ach so. Na klar. Na klar. Ah, jetzt sind beide weg, okay. Sehr merkwürdig. Dann kann ich nämlich den Schalter umlegen. Und den habe ich vorhin nämlich... Ach, nicht den.
Den anderen wollte ich. Glaube ich. Den habe ich noch nicht umgelegt. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. La 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 la. Dann hat sich der umgelegt. Oh Jesus, bitte hilfe mir, dass irgendwas sich geändert hat. Nein, das ist alles noch so, wie es war. Was zum Teufel ist das hier für ein Rotzmist hier? Für was war der nochmal? Was hat sich jetzt mir offenbart? Ach, der Weg ist jetzt zu... Oh, fuck this shit. Ich glaube, jetzt verwirre ich mich hier ganz. Aber dafür ist das hier doch wieder offen. Aber der nicht mehr. Sehr interessant. Welcher Teufelsschalter ist dafür zuständig? Der nicht, den lasse ich mal so, wie er ist. Aber ich fürchte mir... Oh, fuck, mir bleibt überhaupt keine andere Wahl. Ich muss hier irgendwas... Ich muss hier irgendwas umlegen. So, umlegen. Oh Gott, ist das ein... Bullshit, echt. Ja, jetzt ist der da unten wieder frei. Also ist der da unten für den Klotz oben verantwortlich. Ich verstehe schon. Man könnte mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist alles... Ich muss den umgelegt lassen. Nur ich muss jetzt irgendwie einen Weg hier rausfinden. Und das ist wohl das Komplizierte an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, ich weiß wie. Ich muss diesen Schalter da umlegen. Aber dafür muss ich den halt. War das der richtige? Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den umlegen muss. So. Jetzt kann ich den anderen ruhig wieder umlegen, dass der blockiert ist. Falls es was bringt, ich weiß es nicht. So. Weil dadurch wird ja nur das Teil hier blockiert, der Schalter. Okay. Oh mein Gott. Also. Jetzt gucke ich nochmal. Jetzt kann ich nämlich hier raus. Kann diesen Schalter aktivieren. Ah, das war der falsche. Der öffnet quasi das, okay. Was war mit dem nochmal? Ah, sieht schon besser aus. Heilige Minerva-Kuh. Hat, ja, es hat sich was getan, habe ich doch gesagt. Ich musste einfach nur alle drei Schalter umlegen. Na, mein kleiner dummer Walner. Elaine ist jetzt wieder bei mir. Du bist nur ein schwarzes Loch in ihrer süßen Vergangenheit. Sie wird nun für immer bei mir bleiben. Wie ich dich kenne, bringst du dich jetzt um. Und weißt du was? Das finde ich gut. Leide ruhig als Blutgeist. Du hast es dir verdient. Ich hasse ihn. Aber das ist ja doch gar nicht in real. Das ist doch nur dein Kopf, der durchtreibt es mit dir. Leute, was wird uns hier an der letzten Kreuzung des Lebens erwarten? Bis dann.